Sabalot People, da bin ich wieder und ihr auch und das ist mal nicht schlecht. Mich hat wieder mal Post erreicht und diesmal war es wieder ein Buch. Ich werde überhäuft mit Büchern und vor lauter Freude habe ich mir gedacht, mache ich dann doch wieder einen Buchblog, weil konsumententechnisch funktioniert es ja auf beiden Seiten, ne? Also Leute, ich kenne diese Dame, das ist nämlich die Theresa Hanik, die jetzt sich diesmal und dieses Jahr an einen Mystery-Thriller gewagt hat. Wir kennen sie vielleicht noch aus dem Optimierer-Universum, das sie vor einigen Jahren geschrieben hat. Und das waren zwei Bände, die eher in einer, ich sag mal, eher dystopischen Welt spielen. Also für all die Freunde der Dystopie würde ich euch fast auch mal empfehlen, die dystopischen Romane von ihr zu lesen. Sie ist eine bayerische Science-Fiction-Autorin, also bayerische und Science-Fiction-Autorin, ich finde. Wir hatten sie 2019 zu Gast, ja, 2019, und sie hat da einen Teil aus ihrer Kurzgeschichte vorgelesen. Ich hoffe, sie wird dann auch demnächst wieder mal bei uns auf dem Programm stehen. Jetzt aber zu ihrem Mystery-Thriller. Warum hat sie einen Mystery-Thriller geschrieben? Das war so mit eines der ersten Fragen. Und sie hat mir jetzt auch erzählt, das gibt es jetzt seit dieser Woche auch als Hörbuch runterladbar in Audible. Audible. Für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, was mache ich mit einem Mystery-Thriller? Ist nicht mein Genre. Ja, scheiß auf das Genre. Leute, die Charaktere sind spannend. Das sind einfach Psychogramme, die da gezeichnet werden. Ich hab mich da so drin verloren in dem Buch. Ich habe es wirklich angefasst und durchgelesen. Man liest es unglaublich schnell. Es ist einer der begehrten Page-Turner. Und was mich wirklich gehuckt hat, ist diese Authentizität der Charaktere. Also man hat das Gefühl, erstmal, das fand ich erschreckend, gerade wenn man so auf dem bayerischen Land aufgewachsen ist, erkennt man vieles wieder. Das beginnt auch schon mit einer Szene, wo Ada, die Hauptcharakter des Buches, mit ihrem Papa zusammen essen geht auf dem Land. Und man hat eben diese Dorfwirtschaften, in denen man eigentlich nur Pommes und Bratensoße und Fleisch bekommt und Salat wird weggeschmissen, ne? So, weil das will man nicht essen, das kann man nicht essen, das Grünzeug. Und sie treffen sich dort eben, um ein bisschen wieder in ihrer Beziehung zu feilen. Die beiden haben sich natürlich nicht mehr viel zu sagen. Der Papa schon älterer Lehrer, die Tochter berufstätig, alleinstehend, aber dann entsprechend ist es so, wie man es kennt von seiner Familie. Der Papa hält die Monologe und denkt, er führt ein Gespräch und die Tochter sitzt daneben und wartet, bis der Monolog zu Ende ist. Also das ist so ein bisschen die Intro. Was dann darauf folgt, ist ein Unfall zwischen diesen beiden. Die beiden haben einen ganz, ganz krassen Unfall und dann beginnt sich diese Geschichte auch zu entspinnen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Leute, ab da wird es interessant. Ab da haben wir nämlich diese Charaktere, die sich entwickeln aufgrund dieses Schmerzens des Unfalls und aufgrund dessen kommt die Familie von Ada wieder zusammen. Also ihre Mutter kommt zurück, ihr Vater liegt derweil im Krankenhaus, völlig derangiert, also ihn hat es auch ordentlich erwischt. Ada ist gerade noch durchgekommen mit einer Beinverletzung. Aber was dann passiert ist, durch diesen Unfall werden viele, viele, viele Dinge aufgearbeitet. Meines Erachtens ist so der Grundzug dieses Buchs, was sich komplett durchzieht, das Thema Schuld. Das Thema Schuld in der Familie. Ich möchte jetzt nicht einen kompletten Spoiler-Alert geben, weil ich weiß, es ist viel, viel spannender, das Buch von vorne bis hinten durchzulesen. Also werde ich nur ein paar Anekdoten dazu erzählen. Schuld ist ein Thema, das in der Familie so, so tief drin steckt. Und ich denke, das ist auch etwas, wo sich viele von euch mit identifizieren können, sage ich jetzt mal ganz hart, weil das ist ein Thema, das es in jeder Familie gibt. Ja? Also irgendwelche Vorurteile, die sich durch Generationen schleppen, Vorwürfe, die man nicht abgebaut hat, Dinge, die nicht ausgesprochen wurden, Beziehungen, die so in sich verkrempelt sind, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie komme ich da raus? Ja? Natürlich gibt es Horrorelemente in dem König und Meister. Aber ich finde, der Horror wird sehr, sehr gut dosiert. Es ist nicht Horror um des Horrors willen, dass man sagt, ja, ich erschrecke jetzt irgendwie die Leute mit Szenen, die blutrünstig sind und chaotisch. Nein, es ist wirklich so, dass die Horrorszenen tatsächlich zum Lauf der Geschichte beitragen. Also man karikiert da nichts und das ist auch nicht ornamentiert, dass man jetzt irgendwie sagt, ich mache das jetzt so barock mit irgendwelchen aufgeladenen Szenen. Nee, es ist wirklich so, dass die Theresa das schafft,
die Spannung so zu halten mit diesen kleinen Elementen, die sie immer wieder einbaut, also wiederkehrende Charaktere. Ich verrate jetzt mal nicht, wer es ist, aber es ist ziemlich gruselig stellenweise, denn es gibt in diesem Haus, in dem der Vater lebt, in der sich dann auch die Geschichte konzentriert, einen Baum, einen großen Walnussbaum, und das ist der Meister. Und er ist eigentlich mit einer der Hauptcharaktere, zusammen mit dem König, denn um die Familie König spielt das Ganze. König, der Herr König, ist also der Vater von Ada, der auch in diesen schlimmen Unfall verwickelt wird. Und einer der anderen Charaktere ist tatsächlich der Walnussbaum. Und um diesen Walnussbaum herum entspinnen, sagt man, ne, sich diese ganzen Horrorelemente. Das Buch spielt übrigens in Peining, das ist in der Nähe von München. Und ich glaube, auch so einen Spielplatz, einen Ort in Büchern gab es noch nicht. Also ein völlig unbekanntes bayerisches Örtchen wird also zum Schauplatz einer Horrorgeschichte. Das finde ich auf jeden Fall auch mal ein Meilenstein des Mystery-Thrillers. Wer weiß, ob es jetzt in Peining auch Zulauf gibt, touristischen? Man kann es nicht wissen. Ich würde es der Ortschaft ja wünschen. Dann hätte die Theresa noch einen neuen Punkt im Guinness Buch der Rekorde geschafft. Ja, man merkt diesmal wirklich, dass die Theresa extrem viel Zeit und Energie in die Charaktere gesteckt hat. Also das ist tatsächlich eine andere Sorte Buch als die beiden Optimierer-Romane. Ich würde euch empfehlen, mal beides zu lesen. Gerade auch, wenn ihr so im Mystery- und Science-Fiction-Bereich unterwegs seid oder auch, wenn ihr gute Belletristik mögt. Es ist ein Buch, das sich auf jeden Fall lohnt. Und ich möchte auch gar nicht mehr von der Handlung verraten, weil ich das immer total schlimm finde, wenn ich so Spoiler-Alert-Videos anschaue. Also lasst es euch schmecken, also buchstabentechnisch. Und haut rein und habt viel Spaß dabei und zick, zack, bum, peng, ich bin wieder weg.